Das brandenburgische Zossen galt vor wenigen Jahren noch als rechtsextreme Hochburg. Jetzt plant das Land Brandenburg ausgerechnet dort seine bisher größte Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber. Die Reaktion kam prompt. Mutmaßlich Neonazis verübten vor wenigen Tagen einen Brandanschlag auf das geplante Heim. Wirft kein gutes Licht auf die Stadt, die sich seit langem gegen ihren schlechten Ruf wehrt. Vor allem die Bürgermeisterin sieht keine fremdenfeindliche Gesinnung in Zossen. Nicht? Jo Goll und Thorsten Mandalka haben sich umgehört. Was halten Zossener von dem geplanten Zuzug der Flüchtlinge? Es gibt in Deutschland so viel Armut. Der geht uns so schon dreckig genug. Also die tun zwar immer alle so, ja, Deutschland, schönes Land, wir haben genug Geld, tralala, haben wir nicht gesehen. Ein Haufen Geld wurde nach Griechenland geschafft. Unsere Schulen fallen auseinander. Das ist nicht das, was man eigentlich erwarten kann von Deutschland. Warum halten Sie da nicht viel von? Weil ich Angst um mein Kind habe zum Beispiel. Was glauben Sie, was passieren kann? Dass er vielleicht angemacht wird. Wieso glauben Sie das? Weil man das schon gehört hat. Ich habe Frau und Kind hier. Weiß nicht, ob ich die denn so tagsüber alleine spazieren gehen lassen kann. Vorurteile gegen Flüchtlinge. Geäußert vor einem Supermarkt in Zossen. Ist das der Boden, auf dem Gewalt gedeiht? Letzte Spuren eines Brandanschlags in Zossen. Zwei Männer aus der rechtsextremen Szene hatten hier Mitte Mai Feuer gelegt. Auf dem ehemaligen Militärareal im Ortsteil Wünsdorf soll Ende des Jahres Brandenburgs größte Asylbewerbereinrichtung eröffnet werden. Für 1200 Menschen. Die Täter wurden schnell geschnappt. Die Polizei hatte das Gebäude unter Beobachtung und ertappte die Neonazis auf frischer Tat. Brandanschläge auf Häuser in Zossen. Erst 5 Jahre ist es her, da brannte das Haus der Demokratie nieder. Den Rechtsextremen passte nicht, dass sich ihnen die Bürgerinitiative um den Versicherungsmakler Jörg Warnke entgegenstellte. Seitdem ist viel passiert. Drohungen, Schmierereien. Die Kleinstadt immer wieder im Ruf, eine rechtsextreme Hochburg zu sein. Hakenkreuze sogar am Rathaus. Dann verbietet 2011 Brandenburgs Innenminister die sogenannten Freien Kräfte Teltow-Fläming, eine rechtsextreme Kameradschaft. Man hat sehr konsequent dieses Verbot auch durchgesetzt hier in der Region. Ich weiß also von der Polizei, dass sie immer jegliche kleine Flammen, die da wieder aufloderten, sofort erstickt haben. Und das hat dazu geführt, dass wir wirklich eine ruhige Zeit hier in Zossen hatten. Und dann natürlich, dass es eben hier in der Stadt Zossen viele engagierte Bürgerinnen gab, die einfach nicht aufgegeben haben. Also alles in Ordnung in Zossen? Nein, nicht wirklich. Mögen die Attentäter auch dilettantische Einzeltäter gewesen sein, Zossen hat ein Problem mit Fremdenfeindlichkeit. Ist die 17.000 Einwohnerstadt wirklich bereit für Brandenburgs größtes Flüchtlingswohnheim? Eine Herausforderung für jede Kommune, gerade in Sachen Kommunikation. Wir würden darüber gerne mit der Bürgermeisterin reden, Michaela Schreiber von der Wählergruppe Plan B. Seit 12 Jahren ist sie die Chefin im Rathaus. Mit uns reden will sie nicht, lässt aber schriftlich erklären, für den Medienrummel stehe sie nicht zur Verfügung. Medienrummel? Auf ihrer Webseite wird die Bürgermeisterin deutlicher. Die Medien ließen sich von Jörg Warnke, inzwischen auch Abgeordneter für die Bürgerliste Zossen, vor dessen propagandistischen Karren spannen. Warnke lüge, wenn er von einer starken rechten Szene spreche. Er sei ein Selbstdarsteller. Seit Jahren dasselbe in Zossen. Medien und engagierte Bürger gegen rechts gelten im Rathaus als Nestbeschmutzer. Man hat es mir übel genommen, dass ich eben gerade diese rechtsextremistischen Straftaten immer wieder gemeinsam mit den Mitgliedern der Bürgerinitiative öffentlich gemacht habe. Die Stimmung gegen das geplante Flüchtlingsheim wird indes auf Facebook angeheizt. Die Wünsdorf-Wirzig-Seite hat über 1600 Likes. Asylbewerber werden hier angefeindet, konsequente Abschiebung gefordert. Und der BI-Sprecher Jörg Warnke als Supersamariter verhöhnt. Wir fragen den ehemaligen Zossener SPD-Bürgermeister Hans-Jürgen Lüders, warum seine Nachfolgerin angesichts dieser Stimmung nicht bereit ist, zusammen mit der Bürgerinitiative an Lösungen zu arbeiten.
Es ist nicht immer angenehm, wenn Abgeordnete schneller sind als die Verwaltung. Und ich glaube, das bezieht sich insbesondere auch auf den Herrn Warnke. Er entwickelt eine größere Initiative, auch durch seine Popularität. Und das passt, glaube ich, einigen nicht. Auch Frau Schreiber nicht? Zum Beispiel auch Frau Schreiber nicht. Die Positionen bleiben verhärtet. Warnke und die Bürgerinitiative sehen nach wie vor Probleme mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Zossen. Doch Michaela Schreiber und ihre Wählergemeinschaft Plan B wollen davon nichts wissen. Ebenso wenig die Vertreter von AfD und CDU, die in der Regel mit der Bürgermeisterin stimmen. Also wer hier Altersrassismus sieht, der läuft entweder mit blinden Augen durch die Gegend oder hat irgendwelche anderen Flausen im Kopf. Ich kann es nicht verstehen. Ich sehe das nicht. Wirklich kein Alltagsrassismus in Zossen? Wie sehen die wenigen Ausländer das? Wir treffen junge Kurden, von denen einige hier seit Jahren einen Imbiss betreiben. Wir sind 3-4 Familien, über 20, 30 Kinder und die Kinder haben alle keine Probleme. Und wir gingen ja auch hier alle zur Schule und die haben alle Freunde und also lebt sich eigentlich sehr gut. Muri, komm, erzähl mal dein Erlebnis aus Zossen. Also ich fühle mich hier fremd, sehr oft unterdrückt, ich sag ehrlich. Gibt es viel Ausländerfeindlichkeit. Zwar nicht jeder, aber man merkt das hier schon. Wie bemerken Sie das? Ich bemerke das, wie die Leute hier kommen. Manchmal so, Beispiel im Dönerladen, die kommen hier essen und danach heißt es so, da hörst du richtig so ganz laut, scheiß Ausländer. Ja, die, was haben die hier zu suchen? Und warum habt ihr jetzt so unterschiedliche Erfahrungen? Also er hat gerade gesagt, ja, es gibt gar keine Probleme. Vielleicht, weil er hier im Dönerladen oder so arbeitet und die trauen sich ihm das nicht zu sagen. Weil ich, wenn ich sage, du scheiß Ausländer, ist doch klar, dass ich auch keinen Döner von ihm bekomme. Aber ich verkaufe keinen, deswegen können die mir alles sagen. Worte, die sich die Bürgermeisterin genau anhören sollte. Doch selbst in der Stadtverordnetenversammlung heißt es für uns, Film- und Tonaufnahmen verboten. Zossen tut sich weiter schwer. Und nicht nur Zossen. Mit der wachsenden Zahl der Flüchtlinge, die zu uns strömen, wächst auch die Zahl der Übergriffe auf Flüchtlingsheime anderswo. Fremdenfeindlichkeit, die wir nicht zulassen dürfen.